Zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei unserer großen Farm unterwegs. Und ja, in der Zwischenzeit ist der Kollege hier durch und ich schicke den jetzt mal wieder zurück nach Hause, dass er uns den Wender holt. Ich glaube, da brauche ich aber auch eine neue Bahn dazu, weil der ist, glaube ich, breiter. So, das heißt, du fährst jetzt mal... Nein. Halt. So. Da rein. So, wie gesagt, du fährst jetzt mal zu unserem Hof zurück. Werkstatt am besten. Go. Was machst du? Was machst du? Einfach bitte hier. Go, tschüss. So. Oha. Ich habe tatsächlich hier noch gar nicht... Haha, sehr schön. Ich habe das gar noch nicht gestartet. Perfekt, wunderbar. So, dann ist der am Start. Auch der fängt wieder an. Und... hier natürlich ebenso. Mal gucken, was der anstellt. Wir sind ja hier unten auf dem Feld. Und bei dem machen wir das natürlich auch nochmal. Sehr schön. Gut. Dann mal kurz gucken. Wie sieht's denn aus? Der fährt ab. Stimmt, das wollte ich auch mal noch gucken, aber das ist im nächsten Monat erst. Hä? Genau. Das hier habe ich wollte dir noch zeigen, denn wir sind hier auf dem Feld fertig. Heißt, das kann ich mal löschen. Und ich pick jetzt einfach nur noch so ein bisschen was raus, so dass vielleicht der Anhänger noch voll wird. Bis das letzte Mal einfach mal noch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich wirklich alles einsammeln werde. Was sind es denn noch? Ja, noch gut 18.000 Liter. Vielleicht lasse ich es einfach auch liegen. Irgendwie hätte ich es halt doch gerne. Irgendwie hätte ich es doch gerne. Vorhin habe ich noch das kleine Häufchen da. Ja, wer weiß. Vielleicht sind wir doch schneller fertig, als ich gedacht habe. Mal gucken. Naja, wohl nicht, ja? Ja, diese kleinen Fitzel, die bringen halt gar nichts, ja? Und ich schätze mal, die Dinge werden vermutlich auch nichts nützen da. Aber da habe ich es eben gerade gesehen, dass da noch was aufgepoppt ist. Weil da haben wir, glaube ich, schon angefangen. Die Bahn, die nehme ich definitiv noch mit. So. Bin gar nicht sicher, haben wir... Ja, sonst müsste eigentlich alles gut sein, ne? Ich glaube, die ersten Bahn haben wir ja noch selber gefahren. Also bis zu dieser Ecke hier. Wir haben so halb-halb gemacht. Mal mit, mal ohne CP. Aber ich würde sagen, komm, wir lassen das.
Was ist das davon? Ja, weil so viel kann es eigentlich ja nicht sein. Oder? Ach nee, okay. Nee, passt. Passt. Wir lassen das so liegen. Lohndienstleistung auf Feld 9 ist abgeschlossen. Perfekt. Ist aber die Frage, haben wir denn das Korn abgegeben oder haben wir es behalten? So, Maus. Okay, die Paletten sind wieder ein bisschen aus dem Start. Sehr schön. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal kurz rein ins Silo, um zu gucken, wie voll es denn schon ist. Vielleicht werde ich das Ganze auch einfach nur in die Silage bringen. 583. Ich glaube, ich gebe das lieber zur Silage. Aber mal ganz fix kurz gewartet hier. Da stoppt mal kurz. Und ich düse mal rüber. Auch alles noch, ja? Also das heißt, dann würde ich den Upsi. Vielleicht gönnen wir uns irgendwann mal noch... Ups, nein. Das machen wir noch was Größeres hier in die Richtung. Sehr schön. Zu nah. Hallo. So, was hast du? Du hast 8,4 und vorher hatte ich was? Na. Ja, ist ein bisschen kleiner. Ist. Mit was sind wir vorher unterwegs gewesen? Wir können. Ich nehme an. Müsste eigentlich passen. Ach komm, wir machen 9. Wir machen 9, 8,3. So, du fährst auf Feld 10. So, tschüss. So, wir gucken, ich möchte schnell schauen. Okay, der hat abgeladen. Aber was hat er denn abgeladen? Genauso viel, wie es gebraucht hatte, oder wie? Das Feld. Ach, Feld 9 ist ja das hier. Okay, das braucht noch eine Weile. Das braucht noch eine Weile. Was haben wir hier? Ballenpressen. Hui. Also der Rest ist alles so ein bisschen mehr, hä? Also der ist unterwegs.
der ist wieder unterwegs. Das heißt, wir bringen das mal kurz zur Silageproduktion. Ich muss so nah ranfahren, sonst kriege ich den Trigger hier nicht. Eigentlich ist er groß. Oder war das nur beim Abladen? Ne, beim Abladen war das Problem leiblich. Glaube ich. So. Dann stellen wir den mal zurück. Okay, besser als gedacht. Dürfte noch ein bisschen enger sein, ne? So, aber den mache ich jetzt auf der Seite. Das ist, glaube ich, besser. Gut. Was machen wir? Wir machen Heu, ja? Ich würde sagen, ich schicke doch den gleich mit der Presse nach oben. So. Weg. Und Feld 10. Okay, da habe ich wohl ein Durcheinander, so. Ja, das Feld 9 muss ich noch renamen, das wir da gleich geschrieben haben, so. Arbeit beendet. Das habe ich mir gedacht. So, na jetzt, was ist denn jetzt? Das ist, wir sind hier oben. Gut. Sehr schön. Also, das heißt, wir geben mal die Mission Gruben abschließen. Sehr schön. Da würde ich nämlich sagen, machen wir das gleiche mit dem eigenen Feld. Können wir das nämlich dort auch gleich mal ich glaube, ich muss es auch gruben, oder nicht? Punkt. Wie heißt das Feld? 66. Ich glaube. Yes. Was sagt denn Precision Farming? Wo sehe ich nochmals? Prozent, sehr schön. Wir sind jetzt insgesamt bei 77. Ja, wenn das halt noch nach oben geht, ja. Also das und das hier sind die beiden Kandidaten, die das Ganze ein bisschen runterziehen, und der Wald.
Den bringe ich halt gar nicht hin, ne? Da habe ich gar keine Chance. Moment, wenn der da am Fahren ist, dann müsste der genau, der müsste nämlich schon lange da sein. Das Ding hat auch eine Lenkachse. Ich keine Ahnung, warum an so ein Ding eine Lenkachse hingehört. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. So, Vorgewende 3. Ist okay, passt für mich. Okay. Oha. Zu viele Bahnen, oder wie? Bum, 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 bum. Na? Was macht er denn? Ah, schön. Sehr schön. Also, hat geklappt. Gut, gut, gut. Dachte eben, Spiel aufgehangen. Also, Feld 10, Kurs speichern. Meine Güte, kann ich noch schreiben. Feld 10, 8,3 Meter. Und erster Weg zum Starten. Viel Spaß! Ich behaupte jetzt einfach mal, diese, was hatten wir, wir waren mit 9 Meter unterwegs. Es würde vermutlich auch gehen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine saubere Bahn. Der kommt schon, aber den lasse ich noch kurz stehen. Und hüpf mal kurz in den rein. So, was ist denn mit dem Feld hier? Ich würde sagen, wir bereiten das Feld schon wieder vor. Abgeerntet. Muss gewalzt werden, ja, ja. Ich denke mal nicht. Hm? Abgeerntet. Gut, würde ich sagen, machen wir die nötigen Steps. Ich glaube, oder? Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem ist, wenn ich das für mit Precision Farming verwende. Werden wir jetzt gleich sehen, ne? Werden wir jetzt gleich sehen. Wir könnten. Na, Moment. Moment. Wir müssen doch zuerst noch mulchen, die Geschichte. Oder nicht? Ich glaube, wir haben noch einen Mulcher. Theoretisch könnte man vorne Mulchen hinter gleich grubbern haben. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wow! Da war noch eine Ampel. Ein Licht. Nicht eine Ampel, ein Licht. Straßenlaterne.
So, also, ich möchte den Gruber eigentlich gar nicht so weit verräumen. Reparatur. Ah, komm, fahren wir ganz fix durch die Werkstatt. Was ist gemacht? Was gemacht ist gemacht. Kurz mal getankt. Und wieder sauber. Sehr schön. Perfekt. Also, dann einmal im Kreis. Das war ein bisschen zu viel. Na gut, dann verräume ich sie doch. Wir werden aber den Gruber sowieso relativ schnell wieder brauchen, aber Ordnung ist doch das halbe Leben, oder wie heißt das? So, dann muss ich. Ich glaube, das Ding ist. Glaube ich auch ein Gruber. Ne, nicht ein Gruber, ein Mulcher mit Walze. Meinte ich, das habe ich gekauft, glaube ich, wenn ich mal nur kleine Fahrzeuge da habe. So, aber das stelle ich jetzt mal kurz hier ab. So, und dann. Bin mir gar nicht sicher, ist denn das der größte Mulcher eigentlich, den es gibt? So. Der ist so gebremst, oder wie? Ist er gar nicht am Boden? Naja, okay. Muss ich nicht verstehen. So, dann düsen wir doch direkt einmal direkt übers Feld. Sowieso schon ein bisschen komisch aus mit diesem Grünzeug auf dem Feld noch drauf. Habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, meinte ich. Nee, 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 du bleibst noch kurz oben. 6,1. Gucke ich mal gleich. Wie sieht es denn aus? 6,1. ,9 reicht auch. Nehme ich. Nehme ich doch glatt. Dann lasse ich den gleich hier direkt hier vorne starten. erster Wegpunkt. Und viel Spaß. So, perfekt. Das heißt, das wird nun erledigt. Wenn ich mag, kann ich ja noch selber Hand anlegen, aber vielleicht habe ich dazu gar keine Zeit mehr. Also da wieder zurück und wir gucken mal kurz, wie sieht's denn hier aus? Okay, das ist doch noch einiges. Ich hätte gedacht, da sind wir vermutlich eher durch.
Aber was machen die eigentlich hier? Was sind denn die schon wieder am Kuscheln? Okay, geht. Wenn sie sich Zeit lassen, dann geht's. Am 35, das ist das hier. Saatgutproduktion geliefert 55. Ja, müsste eigentlich gehen. Ah ne, 103 fehlt noch. Okay, das sind dann locker noch 2 bis 2,5 Wagen. Bis dann müsste der Drescher eigentlich auch durch sein. Was haben wir geladen? Das ist Gerste, glaube ich, ja? Oder? Gerste, ja. Sehr schön. Perfekt. Dann schauen wir mal ganz fix nach da rein, wie das hier ausschaut. Erste Bahn. Wie gesagt, da fangen wir erst an, wenn wir da wirklich einmal komplett durch sind. Wie sieht es denn da generell aus? Schwadau. Wir haben jetzt den Samatz. Im Quadro sind das, 0,1,4 Meter mehr. Kuhn, die wäre halt schön, ha? Mit den 14 Metern. Oder Klaas. Aber so vom Style her sind sie eigentlich die gleichen, ne? Da haben wir noch den, aber das ist noch 8,5. Ne, dann würde ich sagen, die Kuhn könnten wir uns demnächst mal zulegen oder so. Und vielleicht vorher noch das Ganze hier updaten mit dem hier. 17 Meter, 9. Nee. Was ist denn das? Da gibt es, dass es da kein Zwischending gibt. So auch. 14 Meter, das wäre perfekt. Och, upsi. Entschuldigung. Stand ich im Weg. War nicht meine Absicht. Setzt er jetzt wieder an, oder wie? Ah ja, klar, setzt er an, oder? Weil für ihn ist das Ding ja eigentlich noch nicht gemacht. Naja. Nur weil ich sie schon gemacht habe. Jo. Ja, passt, passt. Gut, also das läuft in dem Fall auch. Ja, sonst haben wir eigentlich gar nichts mehr großartig zu tun. Also wie gesagt, die Drescherei hier unten ist am Laufen. Das funktioniert, wird abgefahren. Ich bin nicht gut drin, hä? Gut. Hat es eben abgegeben, das heißt, wir haben jetzt hier einen Stand von 69%. Perfekt. Okay, 75. 58. Was war da noch vor? 100 irgendwas, hä? Sehe ich nicht mehr, wie viel das da drin war. Naja, egal. Egal. Ja, also grundsätzlich läuft's, ja. Was kommt denn zum Viehhändler? Welche Mission?
Getreidemühle, Viehhändler. Roggen von 86. Da, die Bahnen gehen ins Heizkraftwerk. Was ich mal noch wo gucken wollte, was haben wir denn da? Wo ist denn das unsere? Das sind Odars, oder? Ich brauche 18 Diesel plus eins von dem. Plus Mist oder Silage für Bonus. Und ich kriege dann 85 Kompost raus. Okay, ja, das ist übel, hä? Dachte, das Gemüse einfach mal. Wenn man sagen könnte, das Gemüse wäre futsch. Ja, okay, bin ich dabei, aber das kommt ja vom Feld direkt in den Komposter rein. Das heißt, nee, das geht mir gar nicht in den Kopf rein. Aber das hier vielleicht. Stroh oder die Heuballen, die wir da oben beim Feld 10 holen, die könnten wir da mitnehmen. Stoff. Ja, das sind wir eigentlich auf Kurs. Passt. Okay. Gut. Also, dann würde ich sagen, dann läuft die Geschichte hier momentan noch. Wie gesagt, das hier ist sowieso noch im Gange. Und das hier oben sowieso. Okay, ich übernehme gleich mal. Nächster Punkt. Ja, das macht er. Nee. Hä? Ah, ich habe den Helfer eingestellt. Ich dachte, aber was ist jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt, habe ich jetzt gedacht. So. Ich glaube, ich hätte ihn einfach laufen lassen können. Ich wäre schneller gewesen. Ich wollte ihm doch noch helfen. Naja, so viel dazu. Gut, also dann lasse ich ihn jetzt hier weiterarbeiten. Und lass ihn machen und nicht mich. Gut. Dann würde ich sagen, das mache ich mal kurz aus und das ebenfalls. So. Gut, also, dann würde ich sagen, ja, heute mal ein bisschen, vielleicht gar nicht mal so ein bisschen kürzer geworden. Dachte ich, die Zeit vergeht einfach wieder mal viel zu schnell. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und guckt auch wieder vorbei, wenn wir in der nächsten Folge mal gucken, wie weit dass wir mit den Missionsfeldern sind und da ein bisschen weitermachen können. Wir werden natürlich immer noch im gleichen Monat bleiben, darum eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten, um wieder Kohle reinzubekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, dass ihr viel Spaß hattet und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, bye bye.